Ja, ich bin nicht gewachsen. Das ist ein ganz anderes Mal. Das ist ein bisschen auch richtig der Titel. Kann ich sagen, ich hab's gesehen. Ich hab ja nicht was zu tun. Ja, genau, das habe ich auch wieder gehabt. Wobei ich mir jetzt auch wieder bei den Fakten auch was bei den Lebensmitteln ist. Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen hier im Hörsaal und auf Zoom zum Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen. Guten Morgen. Ich würde mit Ihnen gerne noch ein bisschen über Hypothesentests reden, aber ich will Sie nicht langweilen, falls Sie das schon ausführlich in der Schule hatten. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, was Sie da mitbringen und was nicht. Deswegen hatte ich als erstes mal im Quizbereich heute auf Tweetback 3 Umfragen gestartet. Können Sie mir schon mal einen Hinweis geben, wo wir schneller drüber gucken wollen und wo wir drüber reden sollen? Natürlich, wie immer, melden Sie sich, sagen Sie, wo Bedarf ist, stellen Sie Fragen, wie auch immer. Entweder direkt hier im Saal oder Sie entmuten sich auf Zoom und sagen was, oder Sie schreiben was auf die Chatwall, wie üblich, nach Lust und Laune. Aber verraten Sie mir, ob Ihnen die Begriffe Hypothesentest und wie der so abläuft, geläufig sind. Dann habe ich noch P-Wert und Vertrauensintervall mal in den Raum geworfen als Begriffe, die man dann häufiger sieht. Die tauchen auch auf der Anleitung auf. Ja. Also ich schaue mal. Ein paar Stimmen sind da. Guten Morgen. Ein paar mehr sind wir noch. Also zum Teil kam es gar nicht vor, lese ich jetzt hier raus, Hypothesentests, sagen manche, noch nie gehört. Andere sagen, haben wir mal gemacht, aber ich weiß nicht mehr so recht. Okay, jetzt war das auf der Anleitung, jetzt ist die Frage, wie viel sollen wir da nochmal durchgehen? Also so die grundsätzliche Logik ist natürlich wichtig und ich hatte dann irgendwie
als Aufgabe gestellt, dass wir mal einen Hypothesentest selber nochmal durchführen, ganz ähnlich wie einer, der auf der Liste stand. Also es tauchte ein Hypothesentest auf der Anleitung, den ich durchgeführt habe in den Videos. Dann habe ich hier Sie zu einem zweiten aufgefordert, den könnten wir jetzt gemeinsam machen, um nochmal zu sehen, wie so ein Hypothesentest vom Prinzip her funktioniert. Und dann auf diese Begriffe, ich sehe das schon, P-Wert ist noch mehr Leuten bekannt. Vertrauensintervall, dann, naja doch, kenne ich, kann damit umgehen. Ja, das ist dann individuell unterschiedlich. Aber da sagen noch mehr, habe ich noch nie gehört. Und, aha, hier gibt es einen Vorschlag, was rauskommen könnte. Und grundsätzlich auch, wenn Sie sagen, mich interessiert gerade noch irgendein Integral oder eine Differentialgleichung oder so, und da sollen wir jetzt mal drauf schauen, dann nennen Sie sich zu Wort und werfen das hier ein. Und dann mischen wir das ein bisschen Wiederholung und was ich Ihnen noch zeigen wollte. Also gucken wir mal, sollen wir uns diesen Hypothesentest noch einmal anschauen, der auf dem Blatt stand, oder sind Sie schon mit dem Vorschlag, der hier als Antwort gegeben wurde, dass der P-Wert so ungefähr 6,5% ist, sind Sie damit schon glücklich mit der Schlussfolgerung, die drunter steht? Oder sollen wir da nochmal durchgehen? Also um mein Denken kann man das gerne nochmal durchgehen. Gerne nochmal durchgehen. Sagen einige, okay, und niemand widerspricht heftig, weil das geht Haue nachher. Ne? Okay, dann schauen wir nochmal geschwind auf die, na, wo ist sie? Hier ist die Anleitung. Also gut, irgendwie sind die Anleitungen am Ende ein bisschen Corona-lastig. Was war hier das Setting? Zu einem bestimmten Zeitpunkt Blutproben genommen, geguckt, wer hat Antikörper. Und dann wurden in 45 von 446 Blutproben wurden Antikörper gefunden. Das war damals noch nicht so viel, vor 2 Jahren. Und dann waren da die Vermutungen im Raum, dass es vielleicht mehr sind oder vielleicht weniger. Na, die 45 von den 446 wären also ungefähr 10%. Und die Frage ist, passt es zur Annahme, dass es vielleicht sogar 15% sind oder auch zur Annahme, dass es nur 6%, nur 8% sind, die hier in den Raum gestellt worden sind, diese Annahmen. Und dann hatte ich welchen vorgeführt? Den ersten, glaube ich, ne? Die Annahme, dass es 15% sind. Das hatten wir vorgeführt. Gut. Jetzt, wie funktioniert so ein Test, ich mache vielleicht das hier nochmal auf, gehen wir mal schnell durch. Hoppla. So sieht es besser aus. Ah ja, das sollten wir vielleicht, Entschuldigung, das sollten wir auch zu Hause sichtbar machen. So, jetzt sehen Sie das hier nochmal. Das Schema, was in den Videos drin vorkam. Also ich habe das jetzt hier durchnummeriert und gesagt, wir machen das immer wirklich, gehen das Schritt für Schritt durch, wenn wir so einen Hypothesentest durchführen von 1 bis 8. Nullhypothese, Alternativhypothese, Teststatistik, Verteilung der Teststatistik, Signifikanzniveau, das ist eine Festlegung. Dann Daten angucken, P-Wert bestimmen, habe ich vorgeschlagen, und dann Test entscheiden. Hier am Ende könnte man auch anders vorgehen. Man könnte auch, bevor man aus den Daten den beobachteten Wert der Teststatistik ermittelt, sich überlegen, bei welchen Werten der Teststatistik würde man verwerfen, die Nullhypothese, bei welchen würde man sie nicht verwerfen. Das würde man den Bestimmung des Verwerfungsbereichs nennen. Vielleicht haben Sie das in der Schule so gemacht, nicht diesen P-Wert bestimmt.
Das mit dem P-Wert ist ganz gut, wenn Sie irgendeine wissenschaftliche Veröffentlichung aufschlagen, in der ein Hypothesentest gemacht wurde und der sagte, die Daten zeigen signifikant dies oder jenes ist der Fall, dann steht da typischerweise in Klammer dahinter P gleich, ohne weitere Kommentare. Das heißt, da steht dann, da müssen Sie aus dem Kontext erschließen, es wurde ein Hypothesentest dieser oder jener Art gemacht. Ja, das ist dann manchmal, steht es gar nicht mehr genauer dran, sondern es ist irgendwie klar, was das für ein Test gewesen sein muss. Und dann steht noch der P-Wert angegeben. Das finden Sie ganz oft. Steht P ist gleich. Und dann irgendeine kleine Zahl. Und je kleiner die Zahl ist, die da steht, umso mehr schreit vorher irgendjemand. Ich habe was Hochsignifikantes gefunden. Gut. Jetzt machen wir das mal nochmal mit der anderen, mit dem anderen Hypothesentest, wo die Hypothese nicht war 15%, sondern die Hypothese war 8%. Und dann gehen wir es nochmal genauso durch. Aber dann sind wir im gleichen Schema wie hier oben drin. Nur die Nullhypothese ist eine andere. Ja, und wie ist es mit der Alternativhypothese? Was macht man denn da? Hier hatten wir gesagt, Nullhypothese 15%, Alternativhypothese B kleiner 15%, der Anteil der Leute, die bereits Antikörper haben. Was wären denn jetzt naheliegende Nullhypothese und Alternativhypothese für den Test, den wir jetzt gemeinsam machen wollen? Diesen Test, wo jemand annimmt, es sind nur 8%. Halt mal um auf meinen handschriftlichen Bereich und dann behalten wir mal die Nummerierungen so bei. Sagen wir wirklich 1, 2, Nullhypothese, Alternativhypothese, dann die mal H0 und HA. Ist auch immer nicht schlecht, das in Worten zu formulieren, aber jetzt, weil wir hier schon Parameter haben, können wir das direkt mit Gleichungen und Ungleichungen machen. Also was schreiben wir hier für H0 hin? D ist gleich 8%. D ist gleich 8%, genau. Diese Prozentschreibweise sehen Sie dann auch umso seltener, je mehr Sie irgendwie in wissenschaftliche Originalarbeiten direkt reinschauen und nicht mehr in die Berichte darüber, dann steht da eher 0,08 statt 8%, aber das wissen Sie ja alle, das Prozentzeichen ist eigentlich, na, das Prozentzeichen ist nur ein Faktor, ein Hundertstel. Ja. Kann man immer statt Prozent ein Hundertstel schreiben und dann nochmal weiterrechnen. Das ist einfach eine Zahl. Okay, wer macht einen Vorschlag für HA? Alternativhypothese, gehen wir dahinter. Ja, das wäre jetzt hier naheliegend. Das ist immer so eine Kontextsache. Wir haben ja schon drauf geguckt und haben gesagt, wenn 10% waren es in der Probe, irgendjemand sagt nur 8%, dann würden wir in die Richtung testen. Es könnte genauso gut sein, dass man sagt, naja, da ist vorher jemand aufgetreten und sagt, das ist 8% und wir reden noch gar nicht groß drüber, was in der Probe drin ist. Dann könnte es auch sein, wir sagen, die Alternativhypothese B ist ungleich 8%. Uns interessieren Abweichungen stark nach oben oder stark nach unten. Das könnte auch sein. Es läuft dann am Ende auf ein bisschen andere, ein bisschen modifizierte Kriterien raus. Aber jetzt haben wir gesagt, hier naheliegend wäre mal größere 8% zu nehmen. Ungleich gegen den anderen Test. Sowas nennt man hier einen einseitigen Test. Uns interessieren nur Auffälligkeiten, Abweichungen in eine Richtung. Das andere wäre dann ein beidseitiger oder zweiseitiger Test. Das, was ich schon wieder weggestrichen habe. Gut, was nehmen wir als Teststatistik? Nehmen die groß X immer. Ja, was nehmen wir als Teststatistik? So. Das gleiche wie vor einem anderen Test, das war die Anzahl, ne? Die Anzahl der Stichproben mit Antikörper. Stichproben, eine Stichprobe haben wir, also die Anzahl der Proben von
Anzahl Personen, die die Antikörper hatten in der Stichprobe, das nennen wir es so. In der Stichprobe vom Umfang, was waren es? 446. Ne? Das notieren wir immer gleich mit. So, und jetzt kommt der Punkt, wo wir gerne in diesen Aufgaben hier irgendwie Wahrscheinlichkeitsrechnung verwenden. Also wir geben jetzt an, wie ist oder wie wäre diese Teststatistik verteilt, wenn die Nullhypothese wahr ist. Dann wäre das ja eine Zufallsvariable, die hat irgendeine Verteilung und diese Verteilung können wir hieraus schlussfolgern. Da gibt es also diese Situation, wo wir hier drauf gucken und sagen, gut, so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung kennen wir, dann können wir angeben, wie das verteilt wäre. Dann gibt es die Situation, wo wir von vornherein unseren Test so designen, dass jetzt hier eine bestimmte Art von Verteilung rauskommt, mit der wir irgendwie gut umgehen können. Das sind dann Tests, die bestimmte Namen haben. Können wir mal nächste Woche noch drüber reden. T-Test oder sowas ist was, was man häufiger mal sieht. Oder ein Chi-Quadrat-Test oder sowas. Das heißt, da basteln Sie sich von Anfang an den Test auf eine bestimmte Art, sodass jetzt hier irgendwas rauskommt, wo Sie gut damit umgehen können. Und dann gibt es vielleicht auch noch die Situation, das darf man nicht unterschätzen, wo Sie sich irgendwas Sinnvolles überlegen. Sie haben da irgendeine Annahme da oben, Sie haben halt irgendwas gemessen und dann wird es eventuell brutal schwierig auszurechnen, wie denn jetzt diese Zufallsvariable verteilt wäre, wenn die Nullhypothese wahr ist. Und für einen einzelnen Test würden Sie gar nicht große mathematische Theorie anschmeißen. Was könnten wir denn dann noch machen? Könnte man Computer anschmeißen. Könnte man sagen, man simuliert das, was durch die Nullhypothese hier beschrieben ist, auf dem Rechner. Geht meistens ganz schnell, lässt da irgendwo Zufallszahlen würfeln und schaut, was würde denn jetzt rauskommen, wenn ich mein Experiment hier simuliere, unter der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist. Das machen wir dann ganz häufig. Ja? Das üben wir jetzt hier nicht im großen Umfang, aber das ist natürlich dann vom Vorgehen her wichtig, einfach nur, dass Sie das mal gehört haben. Dann schmeißen Sie den Rechner an und simulieren irgendwie, dass Sie 10.000 oder 100.000 Mal so eine Stichprobe hier von dem Umfang erzeugt hätten, gucken, wie viele jeweils in der Stichprobe dann positiv sind, wenn Ihre Nullhypothese stimmt, und vergleichen dann das, was Sie tatsächlich beobachtet haben, mit dem, was Sie in diesen Simulationen gesehen haben. Wir vergleichen jetzt das, was man tatsächlich beobachtet hat, mit dem, was wir gerechnet haben. So, ein bisschen weg. Also, wie ist das für uns? Da kann man jetzt in Worten irgendwie schreiben, wäre so und so verteilt und irgendwelche Parameter angeben. Für das, was hier rauskommt, haben wir sogar so eine fixe Schreibweise. Also, wir können das in Worten sagen oder so abgekürzt. Wie wäre jetzt das x verteilt, wenn die Nullhypothese stimmt? Ja. Das wäre binomial verteilt mit m, also von 446 mit der Wahrscheinlichkeit 8%. Jawohl. Ja, jetzt holen wir uns hierher und hierher die beiden Daten und binomial verteilt, weil wir sagen würden, wir wiederholen immer das gleiche Zufallsexperiment. Wir nehmen jemand und nehmen die Probe und die Person hat mit Wahrscheinlichkeit 8% Antikörper oder mit Wahrscheinlichkeit 92% nicht. Und dafür haben wir diese Kurzschreibweise BIN und dann schreiben wir hier erst im Stichprobenumfang rein, also wie oft wir das Zufallsexperiment wiederholen und hier die Wahrscheinlichkeit pro Durchgang, dass dieses Ergebnis rauskommt. Okay. Und Sie schreien alle Stopp, wenn irgendwas komisch
wenn irgendwas komisch ist, egal ob Schreibweise oder Inhalt oder wie auch immer. Dann gucken wir, dass wir das klären. Bin am Jahr verteilt, ist okay? Gut. Jetzt brauchen wir ein Signifikanzniveau. Wo kriegen wir das her? Das nennen wir immer Alpha. Das Signifikanzniveau, wo kommt das her? Und was ist es? Okay. Wir müssen überlegen, wie genau wir es haben möchten. Und was passiert, wenn wir es genauer oder weniger genau haben möchten? Ja? Okay, genauer, kleiner. Eine Ergänzung? Hat halt in erster Linie einen Einfluss darauf, wie groß das Vertrauensintervall wird. Und das kann ich mir dann letztendlich aussuchen, aber normalerweise wählt man da so ein Signifikanzniveau von 50%. Okay. Also, wir haben den Begriff Vertrauensintervall schon mit reingeworfen, das ist richtig. Wobei, jetzt lassen wir es mal kurz weg, das Vertrauensintervall. Vertrauensintervalle haben was mit dem Signifikanzniveau zu tun, genau. Wie gesagt, je nachdem, wie genau wir es haben möchten. Allerdings ist, wenn wir sagen, je nachdem, wie wir genau was haben möchten, ist unser Fokus schon auf eine bestimmte Art von Fehler, den wir machen könnten. Wir könnten aus Versehen die Nullhypothese verwerfen, obwohl sie wahr ist. Und wir könnten aus Versehen die Nullhypothese nicht verwerfen, obwohl sie falsch ist. Und wenn wir am Signifikanzniveau drehen, machen wir die Chance für das eine kleiner und das andere größer. Das ist also immer so eine, das ist vielleicht eher so eine Kontextsache. Die 5% sind so eine Standardgröße, wenn Sie irgendwas haben mit Signifikanz, was nicht mal auf Signifikanzniveau 5% verworfen wird, dann brauchen Sie niemand erzählen, dass Sie was Interessantes gefunden haben. Ja, wenn Sie irgendwie einen exotischen Effekt in Ihren Daten sehen und sagen, Signifikanzniveau 5%, fängt vielleicht Ihr Gegenüber an, darüber nachzudenken und das ernst zu nehmen. Das ist so eine Konventionssache. Wenn Sie ein neues Medikament zulassen wollen und zeigen wollen, dass das keine Nebenwirkungen hat, dann ist Signifikanzniveau 5% noch ein bisschen wenig. Dann möchten Sie also mit einer viel kleineren Signifikanzniveau sicher zeigen, dass das nicht vorkommt. Also es ist immer die Frage, in welche Richtung, wenn Sie sich den Kontext angucken, wie Ihr Hypothesentest formuliert ist. Wir haben ja auch immer so eine Asymmetrie zwischen Nullhypothese und Alternativhypothese hier drin. Und sich überlegen, wenn Sie den Fehler so rum machen, was hat welche Konsequenzen, und je nachdem wählen Sie diese Werte hier unterschiedlich. Also so typische Werte für das Signifikanzniveau, jetzt hier, wenn uns nichts Besseres einfällt, sind 5%, 1%, 0,1%, das sind auch Sachen, die je nach Kontext irgendwie vorkommen. Wenn Sie behaupten, Sie haben in der Elementarteilchenphysik irgendwie ein neues Teilchen entdeckt, ein Teilchenbeschleuniger im CERN, dann wählen Sie Ihr Signifikanzniveau viel, 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 viel kleiner als das hier. Sonst nimmt Sie da noch niemand ernst. Okay. Jetzt haben wir gesagt, als sechstes, wir gucken mal, welchen Wert hatte denn jetzt unsere Teststatistik in unsere Stichprobe? Ich nenne das mal x beobachtet. Ja, das ist jetzt wirklich eine Zahl. Also wir haben jetzt 5% genommen, ne? Aber es ist wirklich eine Zahl. Hier oben, das hier, ist eine Zufallsvariable. Ne? Also hier ist es eine Zahl, wenn wir wirklich unsere Stichprobe angucken. Wenn wir uns überlegen, wie wäre es verteilt, wenn die Nullhypothese wahr ist, dann ist es eine Zufallsvariable. Die beiden Sachen vergleichen wir jetzt gleich miteinander. Also jetzt soll man wissen, welchen Wert hat es denn wirklich? Ja, welchen Wert hatten wir wirklich? Ich weiß es noch, oder ich sage selber, das waren die 45. Die standen im Text. 45 Personen in der Stichprobe hatten diese Antikörper jetzt hier in dem Beispiel. Und dann müssen wir den P-Wert berechnen. Was ist denn jetzt der P-Wert hier? Also mal nicht zahlenmäßig, sondern das ist ja jetzt, müssen wir irgendwas ausrechnen, in dem Fall hier eine Wahrscheinlichkeit.
Zuzunehmender ausrechnen, ja. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x, also für Wahrscheinlichkeit schreibe ich immer so ein großes P, die Probability. Und dann die Bedingung hier in Klammern, x größer 45, haben Sie vorgeschlagen? Oder größer gleich 45, okay. Ist das gut? Haben wir das alle so? Warum größer? Warum nicht kleiner? Warum größer gleich? Ja. Ich hätte eher größer gesagt, aber wenn man nachher den anderen Fall hat, dann kleiner gleich. Okay, Sie haben gesagt, ich erinnere mich noch, da hat jemand schon mir was vorgemacht. Da standen hier 15%, glaube ich, und dann stand hier kleiner 15%, und dann haben wir kleiner gleich genommen. Jetzt brauchen wir doch mal das Gegenteil, größer gleich, okay? Jetzt brauche ich mir doch mal größer statt größer gleich. Mag irgendjemand größer gleich verteidigen? Okay, ich bringe mal ein, also dann bringe ich mal ein Argument auf einem ähnlichen Level. Wir gucken nur so Analogieschluss. Wir hatten doch vorhin kleiner gleich, und jetzt haben wir halt umgedreht, jetzt testen wir in die andere Richtung, nehmen wir das an, testen in die andere Richtung, dann muss es doch jetzt größer gleich sein. Ich würde sagen, das ist so auf einem ähnlichen Niveau, vielleicht ähnlich überzeugend. Aber jetzt müssen wir uns entscheiden, jetzt haben wir zwei gute Argumente, oder? Welches wollen wir nehmen, oder findet man ein besseres? Wir könnten auch nochmal überlegen, wie denn das definiert war, dieser P-Wert. Was ist denn der P-Wert? Der P-Wert ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir das, was wir hier beobachten, rein zufällig beobachten. Oh, oder? Ja, Sie wollten was ergänzen? Ja, das sagt ja, dass das, was wir beobachten, tatsächlich quasi, also wir nehmen an, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt tatsächlich stimmt. Und wir berechnen ja jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Teststatistik eben tatsächlich diesen Wert annimmt. Dementsprechend muss ja das xb gleich 45 noch in unserem Intervall bewegen. Demzufolge müsste dann x kleiner gleich. Okay, da bin ich auch auf dem Weg hin, genau. Ich stimme Ihnen zu. Also das war jetzt ein Argument. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat, aber ich bin heute schlecht im Wiederholen. Ich muss, glaube ich, immer wiederholen, was Sie so sagen, sonst hört man es unter Umständen noch zu, nicht so gut. Also das waren auch mal Argumente dafür, dass wir hier das Größe gleich nehmen sollten, weil, wie haben Sie es gesagt, wir rechnen ja jetzt aus die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wirklich halt das passiert, was wir hier sehen, unter der Annahme, unter dieser Annahme hier, die wir Nullhypothese genannt hatten. Ja. Und genau. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Ja, ich wiederhole es jetzt nochmal. Ich habe jetzt versucht, gerade, vielleicht habe ich es ganz schlecht wiedergegeben, den Beitrag zu wiederholen. Und jetzt sage ich nochmal, unabhängig davon, was ist der P-Wert? Der P-Wert ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir zufällig, obwohl die Nullhypothese stimmt, das beobachten, was wir in unserem Experiment beobachten, oder was noch stärker gegen die Nullhypothese spricht. Also, wir nehmen ja an, es sind nur 8% gegen die Nullhypothese, spricht irgendwie alles so viel. Um mehr als 8%. In der Stichprobe jetzt zum Beispiel positive Tests drin sind. Und jetzt gucken wir uns also an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eben jetzt so eine Stichprobe mit 45 positiven, auf Antikörper positiven Tests drin finden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für diese 45, wenn das hier stimmt? Das können wir hiermit ausrechnen, wenn wir die Verteilung kennen.
plus die Wahrscheinlichkeit für alles, was noch stärker gegen die Nullhypothese und für die Alternativhypothese sprechen würde. Also eine Wahrscheinlichkeit für das, was wir tatsächlich beobachtet haben, oder was noch stärker gegen die Nullhypothese spricht. Und eben das Gleiche hier. Wir würden ja sagen, wenn die Wahrscheinlichkeit, sowas zu beobachten, sehr, sehr klein ist, das müssen wir nochmal überlegen, wie gehen wir vor bei dem Test. Wenn unter der Annahme der Nullhypothese die Wahrscheinlichkeit, eine Stichprobe mit 45 mal Antikörpern zu finden, sehr, sehr klein ist, dann sagen wir, nein, wir glauben nicht, dass unsere Hypothese stimmt, weil wir haben ja was angenommen, aber was beobachtet, was eher nicht vorkommt in so einem Fall, deswegen glauben wir nicht mehr, dass unsere Nullhypothese stimmt. So gehen wir ja vor bei den Tests. Deswegen wollen wir das ausrechnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man so viele Proben mit Antikörper da drin haben? Okay. So. Und jetzt holen wir irgendwelche Tabellen raus. Weiß ich nicht, ob Sie noch Tabellen gekriegt haben in der Schule für Binomialverteilungen oder sowas, oder ob das irgendein Taschenrechner rechnen konnte. Ja, das ist irgendwie auch sinnvoller. Und was hat der Taschenrechner jetzt immer drin? So wie die Tabelle auch. Ja. Genau, wir haben immer diese Werte kleiner gleich, ich sag mal, tabelliert trotzdem, dann sind sie halt eben im Taschenrechner oder im Computer tabelliert. Das heißt, wir wollen das jetzt irgendwie immer ausdrücken mit einem kleiner gleich. Das heißt, wir schreiben das jetzt um. Wir schreiben die Wahrscheinlichkeit für x größer gleich 45 ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich 44. Das Ding hatten wir übrigens, die Verteilungsfunktion der Zufallsvariable x an der Stelle 44 genannt, letztes Mal, als wir die Verteilungsfunktion eingeführt haben. Und diese Verteilungsfunktion ist dann typischerweise tabelliert. Und wenn Sie zum Beispiel MATLAB oder Octave verwenden, dann können Sie hier den Befehl nehmen, Bino für Binomialverteilung, und das CDF steht dann für Cumulative Distribution Function. Sie haben dann auch manchmal ein PDF, das ist dann wirklich, das wäre das, was Sie mit einem Gleich hier drin kriegen. Aber diese hier. So, und dann müssen wir MATLAB oder Octave die Parameter sagen. 44 ist das, was wir beobachtet haben. Die 446, wie oft wir unser Zufallsexperiment wiederholt haben, beziehungsweise auch hier, wie groß unsere Stichprobe ist. Und dann die Wahrscheinlichkeit für das Einzelne, die 8%, da schreibe ich jetzt hier 0,08. So, und dann können wir das eintippen. Muss ich gucken, was habe ich denn hier? Okay. So, können wir das mal? Bino CDF, wie gesagt, 44, 446. 0,08, das sind irgendwie 93,45%. Wir brauchen eine 1 minus davon, das können wir eigentlich auch gleich ausrechnen lassen, statt dass wir das von Hand ausrechnen. So, und dann haben wir hier tatsächlich diese 6,5%, die auch auf der Chatboard vorgeschlagen wurden. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich das nur hier im Saal gezeigt. Schalte mal geschwind um für die zu Hause. Also hier habe ich Octave verwendet, so ein Programm. Syntax ist die gleiche wie in MATLAB, wenn Sie das verwenden.
Hier ist der Befehl, der jetzt diesen Wert von ein bisschen mehr als 93% gibt. Und dann haben wir es mit 1 minus gerechnet und kommen dann auf diese 6,5% hier. So, die tragen wir jetzt hier ein. Ungefähr 6,5%. Und dann brauchen wir, jetzt irgendwie ein Testergebnis, ne? Mal des Erachtens, hoffentlich. Ich könnte meine Nummerierung auch eine Testentscheidung. Okay, wie entscheidet unser Test? Ja. Der Fehler ist ja größer als das unbekannte Nummer, das wir gewählt haben. Das heißt, es widerspricht ja dem Null-Profit nicht. Das heißt, der Halbwert ist immer bei. Jawohl, Sie haben gesagt, der P-Wert ist größer als das Signifikanzniveau. Also widersprechen die Daten der Nullhypothese nicht, wir behalten die, wir verwerfen die nicht. Also sowas hier würden wir auch sagen wie schreibt man hier so alternative Formulierungen hin, dass man da sagen könnte, die Daten widersprechen. Der Nullhypothese nicht. Was wäre sowas, was wir da sagen würden? Also wir sagen, ja, kann sein, 8% ist vereinbar mit dem, was wir beobachtet haben. Wenn eben unter der Annahme 8% diese Wahrscheinlichkeit hier viel, viel kleiner gewesen wäre, hätten wir gesagt, naja, dann haben wir jetzt Zweifel an dieser Annahme hier. Okay. Was hätten wir denn gemacht, wenn wir diese andere Nullhypothese hier verwendet hätten? Wie groß wäre denn dann unser P-Wert gewesen? Ja. Zweimal so viel, weil das andere, dass wir auf der anderen Seite irgendwie jetzt mal sagen, dass es eine größere Zahl ist. Okay, also der Vorschlag ist doppelt so groß, weil wir ja auch auf der anderen Seite noch irgendwie mögliche Ausgänge hätten, die gegen die Nullhypothese sprechen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Genau, dann kann man ja noch, man macht ja ein Minimum von zwei Sachen, je nachdem, welche, ob es links oder rechts guckt. Und ich würde sagen, das wäre jetzt das, was man keiner wahrscheinlich kann. Deswegen würde ich das verdoppeln, nicht das andere. Ja, okay, Sie haben so ein bisschen so einen Algorithmus. Ich sehe, was Sie gemacht haben. Gerade ich wiederhole das mal. Sie haben ja vorgeschlagen, ich rechne das hier aus und ich rechne auch noch das mit dem kleiner gleich aus, dann nehme ich den kleineren der beiden Werte und verdoppel den und das ist dann der P-Wert. Und das ist tatsächlich richtig. Wobei ich vielleicht, wenn ich meine
Wenn ich meine Fragen sehr komisch stelle und meine, Ergebnisse sehr komisch habe, kann das mal andersrum sein? Nee, das funktioniert so. Aber vielleicht mal, bevor wir jetzt so einen Algorithmus draus machen, warum? Warum verdoppeln? Also Sie haben das Argument genannt, ich habe es wiederholt. Aber überzeugt das alle? Oder sollen wir noch was aufmalen dazu? Ja, ich versuch mal zu malen vielleicht. Und das ist aber genau das, was Sie gesagt haben. Also wenn wir jetzt mal gucken, was für Werte könnte unser x annehmen, das kann ja irgendwie 0, 1, 2, 3 bis 446 sein und jeder von diesen Werten hat irgendwie eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, könnten wir so ein Histogramm malen, also so Balkendiagramme oder sowas. Ja? Könnten wir irgendwie sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so groß, die ist so groß, die ist so groß, so. Und vielleicht nimmt es dann irgendwie wieder ab. Schneller, langsamer, keine Ahnung. Irgendwie symmetrisch oder nicht. Irgendwie so könnte das aussehen. Und jetzt ist irgendwo unser beobachteter Wert. Also diese Sachen hier, das ist Verteilung von x unter der Nullhypothese. Jetzt haben wir irgendwas beobachtet. Vielleicht haben wir diesen Wert hier beobachtet. Sagen wir, x beobachtet ist hier. Dann haben wir vorhin gesagt, noch kleinere Werte als dieser sprechen sicherlich noch stärker gegen die Nullhypothese, weil die Nullhypothese sagt uns ja eher, dass wir sowas hier erwarten sollten. Ne? Und jetzt gibt es aber auch noch Sachen, die genauso stark auch noch mögliche Ausgänge unseres Experiments, Experiment ist hier Stichprobe angucken und gucken, wie viele Antikörper da drin haben. Es gibt mögliche Ausgänge unseres Experiments, die genauso stark oder stärker gegen die Nullhypothese sprechen, wie diese hier auf der anderen Seite. Also 446 oder 445 positive Proben mit Antikörper in unserer Stichprobe drin, sprechen sicherlich auch sehr stark gegen die 8%. Das heißt, das mache ich jetzt. Jetzt fange ich an und nehme irgendwie den größten Wert hier hinten und den nächsten und so weiter und zähle die alle auf. Vielleicht den noch dazu und den und den. Und zähle die alle zusammen, bis ich hier irgendwas habe, was mit ungefähr der gleichen Wahrscheinlichkeit vorkommt, wie das, was hier vorkommt. Dann würde ich sagen, naja, diese Dinge hier sind genauso unwahrscheinlich. Das heißt, wenn ich alle Ereignisse nehme, alle möglichen Ausgänge meines Zufallsexperiments, die so stark oder stärker wie der tatsächliche, dieser hier, gegen die Nullhypothese sprechen, dann habe ich hier links was zu zählen und hier rechts was zu zählen. Und jetzt kommt der Clou. Was mache ich? Ich nehme hier rechts so lange halt Zeugs dazu, bis es so viel ist, wie ich hier links habe. Das heißt, ich muss mir überhaupt nicht überlegen, wie das hier rechts aussieht. Ich nehme einfach den gleichen Wert. Ich werde nur die Wahrscheinlichkeit dafür wissen, hier drin zu landen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, hier drin oder hier drin zu landen, gerade doppelt so groß. Deswegen ist es genau ihr Faktor 2. Also ich berechne es so, wie wenn es einseitig wäre, auf der richtigen Seite, und dann verdoppeln wir es. Also, der p-Wert im beidseitigen Test. Der wäre jetzt wirklich zweimal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x kleiner gleich 44 ist.
Nee, Entschuldigung, Größe gleich 45. Jetzt habe ich es verdreht. Das war das, was wir nachher eingetippt haben, aber da hat man 1 minus dabei, ne? Nicht? Ich habe jetzt alles falsch schon vorgemacht. Ah ja, okay. Eigentlich habe ich Ihnen das Bildchen hier gerade falsch angemalt, oder? Wir hätten eher sagen sollen, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, der Beobachtete wäre zwar hier und wir nehmen hier drüben noch was dazu. Ja? Ja. So hätte ich es malen sollen. Aber die Überlegung ist die gleiche, wie ich vorhin einseitigen zum zweiseitigen kommen. Also tatsächlich überlegen, dass wir das Richtige hier ausrechnen und dann mal 2 nehmen. Dann sind wir beim P-Wert für den beidseitigen Test. Gut. Okay, jetzt sind hier ein paar Bemerkungen auf der Chatwall. Ich würde sagen, das nehmen wir mal gerade noch. Ich glaube, ich schalte es nicht um, ich lese es einfach vor. Hier im Saal sehen wir es eh. Warum ist unser Beispiel binomial verteilt? Wir hatten ja letztes Mal berechnet, dass unser Test nicht zu 100% genau ist. Müsste man da nicht falsch positive und falsch negative Menschen mit berücksichtigen? Okay, also dafür war... Wie jetzt genau diese Geschichte mit den Antikörpertests medizinisch, biologisch, sonst irgendwie funktioniert, das ist für unsere Überlegungen hier, für diesen Hypothesentest jetzt hier vollkommen egal. Wir haben eine gewisse Erwartung, wir haben eine gewisse Erwartung, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir jemanden rauspicken und Antikörper finden. Und mit welcher nicht. Es könnte natürlich sein, dass wir noch irgendeine Überlegung hier vorschalten, so wie die Sie hier genannt haben, und sagen, das sind jetzt keine mathematischen Gründe, sondern aufgrund des Kontextes ist unsere in Worten formulierte Annahme, ist, dass so und so viele Leute in Stockholm war es, glaube ich, diese Antikörper haben. Und wenn wir dann mit dieser oder jener Methode auf Antikörper untersuchen im Labor, würden wir erwarten, dass so und so großer Anteil unserer Probe diese Antikörper drin hat. Das ist in der Tat so. Das könnten wir machen. Dann würden wir vielleicht mit unserer Annahme, dass wir in der Bevölkerung 8% haben, würden wir eventuell sagen, jetzt würden wir trotzdem in unserer Stichprobe was anderes als 8% erwarten. Aufgrund der Art und Weise, wie wir das im Labor bestimmen, was wir da erwarten können, wie oft wir das richtige Ergebnis haben. Dann wären wir aber immer noch bei einer Binomialverteilung mit einer anderen Wahrscheinlichkeit. Also das könnte man machen, das wäre Teil der Modellierung, die da irgendwie drin war. Jetzt hier in unserem Setting hier gab es keinen Grund, was anderes anzunehmen. Es waren übrigens nicht die gleichen, nur weil immer Anti und Corona drin vorkam. Letztes Mal war es ein Antigen-Schnelltest und diesmal waren es Antikörper, auf die man untersucht hat. Also das eine hätte jetzt nichts mit dem anderen zu tun, aber das sind jetzt die nicht-mathematischen Kontextsachen. Aber wir wären trotzdem noch in der Situation, dass irgendwas binomial verteiltes erwarten würden. So, warum haben wir bei Schritt 7 erst die Wahrscheinlichkeit von P mit 45 und dann 1 minus diese aber mit 44 ausgerechnet? Ich mache das nochmal sichtbar. Hier, was wir brauchen, ist das Gegenteil von dem hier. Also immer die Wahrscheinlichkeit für irgendwas
plus die Wahrscheinlichkeit fürs Gegenteil, das ist zusammen 1. Und das Gegenteil von das, was Diskretes ist, ist das Gegenteil von größer gleich 45, ist kleiner gleich 44. Ich kann nicht 44,3 Proben mit Antikörpern da drin haben. Also wenn es was Kontinuierliches wäre, dann hätten wir hier hingeschrieben P für x kleiner 45. Aber da x nur ganzzahlige Werte annimmt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es kleiner 45 ist, das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es kleiner gleich 44 ist. Dann ist das, glaube ich, jetzt ein guter Punkt, um unsere 10 Minuten Pause zu machen. Und ich gucke mal über die Chatwall drüber und schaue, was wir dann noch weitermachen. Und wenn Sie starke Wünsche haben, dann schreien Sie in oder nach der Pause bitte laut. Also 10 Minuten Pause, um 13 nach geht's weiter. Dankeschön. Thank you.
Ja. Es gibt ja immer die Aufgabe, wo man eine quadratische Form quasi auf Hauptachse bringen muss. Ja. Und das muss man ja theoretisch nicht immer machen, wenn es zwei parallele Fahrten sind. Das geht ja auch, ohne das auf Hauptachse zu bringen. Okay. Muss ich das dann in der Klausur trotzdem machen, dass ich das auf die Hauptachse bringe? Oder kann ich in dem Fall auch sagen, dass ich quasi ohne das überhaupt in ein anderes System zu transformieren? Ja, die Frage hängt so ein bisschen davon ab, wie ich meine Aufgabe noch formuliert habe. Ja, weil ich hatte, glaube ich, ich hatte geguckt in ein paar Videos, da hatten sie mich auch nicht so gemacht, dass sie das auf Hauptachsen gemacht haben. Also ich würde es auch so machen, dass ich in dem Moment, wo ich merke, dass es parallele Geraden sind, würde ich wahrscheinlich keine Eigenvektoren mehr bestimmen. Klausurunabhängig war einfach, das tut man. Manchmal sieht man es nicht, manchmal sieht man es sofort, dass das ein. Was man ja sehen muss, ist, dass das ein vollständiges Quadrat ist. Manchmal sieht man das eh, gebraucht. Manchmal fängt man an zu rechnen und stellt fest, oh hoppla, das ist ein Eigenwert 0. Ja, dann gucken wir nochmal. Ja. So sollte man das machen. Ja, so sollte man dann aufhören. Außer ich habe jetzt irgendwie die Aufgabe so formuliert, wo ich rechne das alles aus, dann sollte man das sicherlich tun. Aber so. Grundsätzlichen Vorgehen, klar, sollte das irgendwie misstrauisch werden und sagen, hey, muss ich überhaupt noch einen Vektoren ausrechnen? Okay, alles klar. Also gucken Sie im Zweifelsfall, was ich formuliert habe. Weil das ist jetzt ein echtes klausurtechnisches Problem. Ne? Ihr Vorgehen ist wichtig. Das ist
Ist das mit dem Hypothesentest was so relevant oder ist das ein Bonus? Okay, also hier kam gerade die Frage, klausurrelevant oder nicht. Die Hypothesentests üben wir ja jetzt nicht mehr in den Übungen vor der Klausur. Deswegen bringe ich dann auch keinen Hypothesentest in der Klausur. Also Klausur, was haben wir haben aktuell ein Blatt, was Sie jetzt am Donnerstag noch abgeben. Ne? Und alles, was wir bis einschließlich dieses Blatt so gemacht haben, das ist dann... So sollten auch die Klausuraufgaben aussehen, weil das ist das, was Sie noch üben und auch wieder besprechen konnten. Und das fragen wir dann ab. Also die Hypothesentestgeschichten sind jetzt ein bisschen Bonus. Genau. Ich würde gerne, wenn Sie noch so viel Lust drauf haben, schauen, dass wir so weit kommen, dass wir auch über einen T-Test oder so noch reden können. Denn das ist sowas, was Sie alle irgendwann mal tun, manchmal ohne es so zu nennen. Ne? Sie messen irgendwas zigmal und rechnen irgendwelche Mittelwerte und Standardabweichungen aus und danach geben Sie ein Ergebnis mit statistischem Fehler an. Und da sollten wir uns einmal überlegt haben, was da eigentlich für ein Gedanke dahinter steckt. Und das ist die Idee des sogenannten T-Tests. Da könnten wir noch hinkommen, wenn wir, ja, jetzt habe ich Ihnen für Donnerstag was freigeschaltet. Ich glaube, dann könnten wir das nächsten Montag noch machen, aber wir können auch noch andere Sachen zwischendrin gerne besprechen. Entschuldigung, dass ich Ihnen heute so was vorschniefe hier. Ich lag heute Heuschnupfen. Ich hätte wahrscheinlich schon mit Maske herradeln sollen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Jetzt sind die Pollen erstmal drin. Gut. Hier war gerade der Vorschlag, das schieben wir mal bestimmt ein, stand auf der Chatwall. Dieses Integral hier könnten wir doch berechnen, wurde vorgeschlagen auf der Chatwall. 0 bis Pi halbe über Cosinus hoch 3. Kam irgendwo mal in der Klausur vor. Mir fallen spontan mindestens zwei Methoden ein, die, glaube ich, funktionieren könnten. Wer hat eine, oder? Also, ich hätte jetzt vielleicht erstmal Cosinus, weil Cosinus Quadrat berechnet. Also auch auf der Quellenpartie. Jawohl. Okay, super. Sie bringen schon beide Vorschläge, die ich auch gehabt hätte, gleich. Also, erster Schritt auf jeden Fall aus dem Cosinus hoch 3 ein Cosinus mal Cosinus Quadrat machen. Das Entscheidende bei dieser Überlegung ist, einen einzelnen Cosinus abspalten. Weil von dem Cosinus hoch irgendwas kennen wir auf den ersten Blick keine Standfunktion, aber von dem Einzelnen schon. Das heißt, nachdem wir das so abgespaltet haben, wären wir bereit für eine partielle Integration, wo von dem Cosinus hier die Stammfunktion und von dem Cosinus Quadrat hier die Ableitung benutzen. Das würde funktionieren. Oder jetzt haben Sie gesagt, Mensch, guck mal, nachdem ich mich so vorbereitet habe auf partielle Integration, sehe ich ja noch was Hübscheres. Cosinus Quadrat kann ich ja anders schreiben als 1 minus Sinus Quadrat. Und dann bin ich schon fast fertig, weil... Bei dem Sinusquadrat, da wäre gerade der Cosinus hier die innere Ableitung, die uns noch fehlt. Also das wäre jetzt die Methode, die schneller geht. Sollen wir es so rechnen oder mit partieller Integration oder beides oder wurscht oder Hauptsache gerechnet? Bitte? Beides. Also gut, beides. Dann machen wir jetzt als erstes... Bleiben wir in der Idee. Wir haben den Cosinus hier abgespalten, weil wir partiell integrieren wollen. Also machen wir jetzt hier partielle Integration und sagen, wir brauchen eine Stammfunktion des Cosinus. Das wäre ein Sinus. Und dann müssen wir den Cosinus Quadrat abschreiben. Das Ganze wird ausgewertet in den Grenzen 0 bis Pi halbe. Dann machen wir Minus. Restintegral 0 bis Pi halbe, jetzt brauchen wir wieder eine Stammfunktion des Cosinus, das wäre der Sinus hier. Und dann brauchen wir die Ableitung des Cosinus Quadrat. Also 2 mal Cosinus x mal, und was ist die Ableitung vom Cosinus, ist der Minus Sinus. So. Was ist mit der Stammfunktion hier vorne?
Wenn wir das in den Grenzen auswerten, was kommt da raus? Ja? Null, da kommt Null raus, genau, weil an der unteren Grenze ist der Sinus Null und an der oberen Grenze ist der Cosinus Null. Also die sind wir schon mal los. Jetzt haben wir hier aber immer noch was mit drei trigonometrischen Faktoren. Das ist eigentlich fast genauso schlimm wie vorhin. Ne? Mit Cosinus, Cosinus, Cosinus gestartet, jetzt haben wir halt Cosinus, Sinus, Sinus. Das heißt, jetzt kommen wir nicht drum rum, auch hier irgendwann mal unseren Pythagoras zu verwenden, auf dem Rechenweg hier. Das heißt, was steht hier? Ich schreibe es mal hin, das ist ja plus das Integral 0 bis Pi halbe. Jetzt haben wir den Sinus Quadrat x mal Cosinus x dx. So, was ist das? Machen wir hier raus aus dem. Ja. Ah, ich habe die 2 sollten wir noch hinschreiben, da haben Sie vollkommen recht. Danke. Dann können wir noch den Sinusquadrat wieder ersetzen durch ein Cosinusquadrat, dann hätten wir wieder ein Cosinus von 3. Aber das können wir dann quasi wieder verrechnen mit dem Ausgangsintegral. Jawohl. Also machen wir das. 0 bis 2 mal Integral 0 bis Pi halbe, 1 minus Cosinus Quadrat x, Cosinus x dx. Jetzt haben wir 2 mal das Integral 0 bis Pi halbe Cosinus x dx minus 2 mal 0 bis Pi halbe Cosinus hoch 3x dx. Okay, und der Punkt ist, dieses Integral ist das gleiche wie dieses Integral hier. Also ist das, was hier steht, ist gerade dreimal so viel wie das Integral, was wir ausrechnen wollen. Also hier können wir schließen, das Integral 0 bis Pi halbe Cosinus hoch 3x ist gerade 2 Drittel Integral 0 bis Pi halbe Cosinus x dx. Das war diese Auflöserei. Meine Pis an der oberen Grenze sehen ein bisschen murksig aus, aber Sie wissen, da steht immer Pi halbe gerade oben. So, und jetzt müssen wir noch das Integral berechnen. Eine Stammfunktion des Cosinus wäre der Sinus. Und dann werten wir den aus in den Grenzen 0 bis Pi halbe. Da haben wir an der oberen Grenze eine 1 und an der unteren Grenze eine 0. Also 2 Drittel mal 1 minus 0. Und dann hätten wir 2 Drittel rausbekommen. Das wäre der partielle Integrationsweg. Das war hier an dieser Stelle Variante 1. Machen wir hier an dieser Stelle weiter. Also wir haben diese erste Zeile gemacht und dann geht es weiter in Variante 2. Das haben Sie auch schon vorgeschlagen. Wir verwenden gleich den Pythagoras hier. Cosinus Quadrat ist 1 minus Sinus Quadrat. Also steht hier das Integral 0 bis Pi halbe. Cosinus x mal 1 minus Sinus Quadrat x dx. Das sind zwei Integrale, die wir beide direkt lösen können. Einmal der Cosinus x und dann minus Integral 0 bis Pi halbe Cosinus x mal Sinus Quadrat x. So, aus dem Cosinus, das haben wir gerade eben schon gemacht, machen wir einen Sinus in den Grenzen 0 bis Pi halbe. Und was machen wir aus dem Integral hier hinten? Naja, als Stammfunktion
von Sinus Quadrat wollen wir gerne Sinus hoch 3 nehmen, bis auf den Faktor 1 Drittel. Wenn wir das aber ableiten, kommt eine innere Ableitung Cosinus raus und das passt gerade, weil das steht ja hier. Also minus 1 Drittel Sinus hoch 3x 0 bis Pi halbe. So. Das erste haben wir gerade schon eingesetzt. Sinus von Pi halbe ist 1, Sinus von 0 ist 0. Das kriegen wir beim ersten raus. Und beim zweiten haben wir an der oberen Grenze ein Drittel. Ja, ein Drittel mal 1, auch wieder minus 1 Drittel mal 0. Also insgesamt haben wir 1 minus 1 Drittel. Also 2 Drittel kommt erfreulicherweise das gleiche raus. Bei dieser Methode hier. Wo wir gar keine partielle Integration brauchen. Dann können Sie nochmal bei der partiellen Integration das nach dem Pfeil erklären. Jetzt wird es die 2 Drittel von der Integralsache. Jawohl. Ich habe da was rot unterstrichen. Das heißt, ich habe. Na, dann machen wir das mal so. Ich habe mir eine Gleichung angeschaut. Die hat auf der linken Seite das hier stehen und auf der rechten Seite das hier. Und da steht zweimal dieses Integral Cosinus hoch 3. Jetzt habe ich also den Teil hier auf die andere Seite gebracht. Ich mache also an dieser Gleichung, dieser rot eingekreisten Gleichung, mache ich plus zweimal Integral 0 bis Pi halbe Cosinus hoch 3x dx. Dann steht das Integral, was wir eigentlich suchen, steht dann dreimal links. Und dann im nächsten Schritt habe ich durch 3 geteilt. Und dann steht also da, das Integral, was wir suchen, ist 2 Drittel mal dieses Integral. Ich hätte sogar, das wäre nicht falsch gewesen, ich hätte sogar hier das hier alles weglassen können und schreiben ist gleich, dann hätte ich sie vielleicht auch mehr verwirrt, weil dann hätte ich in Gedanken diese Gleichung aufgelöst und gesagt, daraus, deswegen ist ja das, was wir ursprünglich suchen, gleich dem hier. Na, aber dann sieht es vielleicht noch unübersichtlicher aus. Okay, aber da gar noch ein Kommentar. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ja, super. Dritte Möglichkeit? Ja, tatsächlich gar keine geometrischen Funktionen integrieren müssen. Wenn wir quasi den Ansatz wählen, den beim zweiten dann substituieren, den Sinus zu z, dann steht ja nur noch ein Integral von 0 bis 1 über 1 minus z aber dz. Jawohl. Jawohl. Okay, wir können das mal aufschreiben. Letztendlich habe ich das, haben wir das, nicht nur ich, wir alle gerade hier im Kopf eigentlich auch gemacht, als wir diese Schlammfunktion bestimmt haben. Ja, da haben wir den Gedanken, den Sinus kurz zur neuen Integrationsvariable gemacht und gesagt, jetzt brauchen wir aber beim Ableiten nachher nochmal eine innere Ding. Aber Sie haben vollkommen recht, wir könnten das mal explizit machen. Also, das heißt, 2b, wir steigen hier ein, oder? An dieser Stelle hier. Also, hier kommt jetzt Variante 2b. Mal gucken, dass es sichtbar bleibt. Ja, hier im Raum bleibt es sichtbar. Schauen wir also, ist gleich. So, und jetzt machen wir, oder vielleicht schreiben wir es nochmal hin, das Integral, das gerade da stand. Das ist 2b. Und das Integral, das da steht, ist Cosinus mal Klammer auf 1 minus Sinus Quadrat. Sinus x, 1 minus Sinus Quadrat x, dx 0 bis Pi halbe. Und jetzt sagen Sie, machen wir wirklich hier eine Substitution. Sinus x nennen wir u. Und dann ist du nach dx ist Cosinus x, das heißt
du ist Cosinus x dx und das gefällt uns, weil Cosinus x dx steht hier. Also haben wir jetzt das Integral 1 minus, sie hatten es vorhin z genannt, jetzt habe ich es u genannt. Entschuldigung, 1 minus u Quadrat du. Und dann müssen wir noch die Grenzen anpassen. Was ist mit den u-Grenzen? Schauen wir dahin. Von 0 bis 1. Also das von 0 bis 0 und 0 bis 0. Genau, das sind die Werte, die wir gerade eben bei den anderen Wegen immer am Ende beim Integrieren, bei den Grenzen einsetzen mussten. Sinus von 0 und Sinus von Pi halbe. Also es gibt so hier so eine Erhaltung der Schwierigkeit. Ne? Alles, was wir auf dem einen Weg irgendwo brauchen, brauchen wir auch irgendwo auf dem anderen Weg. Also hier, die U-Grenzen sind 0 bis 1. Und jetzt können wir das hier ausrechnen. Das wäre eine schöne U-Stammfunktion. U minus 2 Drittel U hoch 3. In den Grenzen 0 bis 1, und an der oberen Grenze kommt hier raus 1 minus 2 Drittel und an der unteren 0 minus 0. Hier, gucken Sie mal, ich habe genugelt und dann stimmt es auch nicht. Hier kommt nicht 2 Drittel hin, hier kommt 1 Drittel hin. Und dann steht auch hier 1 Drittel. Und das ist besser, weil dann kommen am Ende 2 Drittel raus. Schöne 2. Okay. Jawohl, das funktioniert auch noch. Also auf irgendeinem Weg kriegen wir das Integral geknackt. Das ist gut. Dann nochmal zurück zu den Hypothesentests. Ich hätte Ihnen noch ein paar Quizze freigeschaltet, wie das mit den P-Werten und dem Ausgang der Tests ist. Wollen Sie die mal gerade kurz durchlesen und anklicken? Wir finden immer den gleichen P-Wert, testen aber auf unterschiedlichen Signifikanzniveaus. Und jetzt sollen Sie sagen, was geben wir als Antwort? Das wollten Sie nochmal haben, ne? ECUM wäre sonst zum Eintippen heute. Oder der QR-Code. Sie müssen meine lange Prosa lesen, ne? Überlegen, welche Formulierung passt wirklich immer. Okay, ich stoppe das mal. Ich glaube, oder ich kann es auch laufen lassen. Aber mein Eindruck ist, Sie haben das alle verstanden, glaube ich.
Wir testen auf Signifikanzniveau 1% und finden einen P-Wert von 3%. Dann verwerfen wir nicht, das hatte ich Ihnen aber hier nicht angeboten, und Sie haben gewählt, die Daten stehen nicht im Widerspruch zur Nullhypothese. Ja. Großer P-Wert heißt, okay, könnte weiterhin so sein, wie ursprünglich angenommen, diese Formulierung. Die nächste Formulierung, die ich Ihnen hier vorgeschlagen habe, wäre eine, die wir eher nie verwenden. Also entweder stehen, die Daten könnten vielleicht im Widerspruch zur Nullhypothese stehen und dann verwerfen wir die nachher zugunsten der Alternativhypothese oder sowas. Aber ob sie jetzt im Widerspruch zur Alternativhypothese stehen, das ist so eine, in dem Bau eines Hypothesentests ist eine Asymmetrie drin zwischen den beiden Hypothesen. Die Nullhypothese, die sitzt so auf der Anklagebank und wird überprüft, und die Alternativhypothese, die wartet so dann drauf, eventuell halt hinterher einzuspringen. Aber je nach Ergebnis, es ist nicht symmetrisch, das Ganze. Darauf wollte ich hier nochmal raus, aber das haben Sie offensichtlich auch schon verstanden. Jetzt, wir testen auf Signifikanzniveau 5% und finden einen P-Wert von 3%. Das ist genau der Fall, wo wir verwerfen. Also, die Daten stehen tatsächlich, die stehen im Widerspruch, also nicht diese Antwort hier oben, sondern wenn ich einen kleinen P-Wert habe, sage ich, das spricht gegen die Nullhypothese. Die Daten sind im Widerspruch zur Nullhypothese und deswegen nehmen wir diese Variante hier, die Nullhypothese wird zugunsten der Alternativhypothese verworfen. Das ist das, was wir hier sagen. Was wir gar nie sagen, ist diese Variante hier unten, die Alternativhypothese wird verworfen. Ja, wir haben nur die Nullhypothese, die verworfen werden könnte. Und dann würden wir auch vielleicht mal sowas sagen, wie wir haben statistisch bewiesen, dass die Nullhypothese nicht stimmt oder sowas. Würden aber niemals sagen, wir haben statistisch bewiesen, dass die Alternativhypothese stimmt oder nicht stimmt. Einfach von der Asymmetrie zwischen Null und Alternativhypothese. Also wenn Sie diese vier Antworten hier anschauen, die ich Ihnen jeweils angeboten habe, nur 1 und 3 kommen überhaupt jemals als richtige Antworten vor. 2 und 4, das sagen wir gar nicht, weil das ist vom Aufbau dieser Hypothesentests her, passt das nicht. Und welche Antwort richtig ist, 1 und 3, das hängt davon ab, ob der P-Wert größer oder kleiner als das Signifikanzniveau ist. Aber Ihre mehrheitlich abgegebenen Stimmen hier sind richtig. Ist das so? Ja. Ich hätte noch eine Frage, also gerade hättest du nicht eine Frage zum Zweiseiten-Hypothesen. Ja, das passt ja vielleicht. Also noch eine Frage zum Zweiseiten-Hypothesen. Nochmal zum Zweiseiten-Hypothesen, wo wir das Mindmap machen. Ja, das finden wir wieder. Machen Sie, das ist hier. Ah, Sie sehen es nicht? Ach ja, klar. Zu viele Schalter hier. Jetzt sehen Sie es. Genau. Aber müssten wir jetzt dann nicht noch genau das umgekehrt machen, nochmal für kleiner, gleich 45 und dann sagen oder gucken, was kleiner ist und damit dann so ein Wert vergleichen? Oder müssen wir einen Schritt machen? Okay. Also hier war, ich sag nochmal das Setting. Das Setting war ja, H0 ist 8% der Stockholmer haben Antikörper. Und in der Probe gefunden waren es, in der Stichprobe waren es irgendwie 45 von 446. Ja? Und jetzt ist zunächst mal, wenn das gegen die Nullhypothese spricht, dann deshalb, weil es zu viele sind. Also das hätte ich jetzt qualitativ gemacht, diesen Schritt. Dann hätte ich gesagt, okay, dann schaue ich mir also an, wo ist die 45, hier, und dann kommt hier die 46, die 47 und hier hinten noch irgendwo die 443 und so weiter alle und zähle die Wahrscheinlichkeiten dafür zusammen.
Und dann weiß ich, hier drüben gibt es auch noch ein paar unwahrscheinliche Ausgänge und die zähle ich dazu. Und Sie schlagen jetzt vor, den ersten Schritt, den könnten wir auch anders machen. Der erste Schritt war der, ich habe gesagt, okay, was wären denn 8% von den 446? Nein, das wären weniger als die 45, weil 45 sind ja schon gut 10%. Deswegen bin ich automatisch von hier nach rechts gegangen und habe gesagt, ich gucke nur noch da und den Rest rechne ich aus, den erledige ich nachher da unten über den Faktor 2. Jetzt, was Sie vorgeschlagen haben, ist, wir wollen jetzt gar nicht groß nachdenken, sondern wir rechnen einmal aus, Wahrscheinlichkeit für 45 oder mehr, und dann rechnen wir einmal aus, die Wahrscheinlichkeit für 45 oder weniger, und dann wird, 45 soll ich ja nicht hinschreiben, 45 oder weniger, dieses hier, 45 ist da an der Stelle, dann wird der eine Wert riesig groß sein und der andere Wert, den hatten wir ja schon. Und wenn Sie sagen, gut, da wo die unwahrscheinlichen Sachen sind, das ist wohl auf der Seite, wo der kleinere Wert ist. Das war jetzt so Ihr Vorgehen hier. Und dann kommen Sie auch zum richtigen Ergebnis. Dann haben Sie also das hier ausgerechnet, sagen Sie, dass das hier drüben, was ich hier ausgerechnet habe, das interessiert mich gar nicht, das streiche ich gleich wieder. Und mich interessiert nur das, was ich hier ausgerechnet habe. Und jetzt weiß ich, und dann geht die Überlegung gleich weiter wie meine vorhin. Jetzt weiß ich, da gibt es noch irgendwas, deswegen hier ein Faktor 2. Also das funktioniert auch. Mir ist ehrlich gesagt, aber das ist vielleicht eine persönliche Präferenz, mir ist das, was ich ursprünglich vorgeschlagen habe, ein bisschen sympathischer, weil ich nochmal an der Stelle nochmal gezwungen bin, darüber nachzudenken, was tue ich eigentlich gerade. Ich vergleiche nicht nur irgendwelche Zahlen, sondern ich sage nochmal, spricht das jetzt gerade dafür, dass das 8% sind, oder spricht es dagegen? Und wieso spricht es dagegen? Weil es zu viele sind oder weil es zu wenige sind? Ich finde das immer ganz gut, dass man sich zwischendrin in diesem Schema irgendwann vergewissert, wo bin ich eigentlich? Deswegen ist das meine Empfehlung. Aber Sie kommen mit der Methode, die Sie vorgeschlagen haben, kommen Sie zum richtigen Ziel, wenn Sie da keine Fehler machen unterwegs. Und dann denken Sie wahrscheinlich am besten am Ende nochmal kurz drüber nach, ob das qualitativ alles in die richtige Richtung geht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Am Schluss mal, unabhängig von den Zahlen, einfach nur das Größere, Kleiner, spricht das jetzt wirklich dafür oder dagegen, dass man sich das nochmal kurz klar macht, weil manchmal unterläuft dann irgendwo ein kleiner Fehler und dann will man nicht deswegen eines Rechenfehlers oder sowas nachher, was inhaltlich von vornherein total unsinnig ist, irgendwie rauskommt. So eine Empfehlung von mir. Jetzt weniger klausurrelevante Empfehlungen, sondern mehr so eine Vorgehensempfehlung grundsätzlich, wenn man Tests macht. Okay. Sollen wir noch kurz über Vertrauensintervalle sprechen? Das war jetzt, glaube ich, für die meisten neu. Kam aber auf dem Blatt vor. Wenn wir es mal so machen, ich sage, Sie haben das Blatt gesehen und ich stelle Ihnen jetzt eine Frage dazu und Sie denken drüber nach. Oder soll ich erst so was zu Vertrauensintervallen sagen? Erst so, okay, erst so. Vertrauensintervall ganz grundsätzlich läuft so, wir möchten jetzt für diese, typischerweise für so eine Größe, wie sie in der Hypothese vorkommen würde, einen Bereich angeben, von dem wir glauben, dass der wahre Wert da drin liegt. Wir sagen, wir sind uns einigermaßen sicher, der wahre Wert liegt in diesem Bereich. Die wahre Wahrscheinlichkeit dafür, schon Antikörper zu haben im Frühjahr 2020 ist so, in Stockholm ist so und so groß. Das würden wir gerne machen, sowas würden wir gerne angeben. Das nennen wir das Vertrauensintervall. Das muss auch nicht eine Wahrscheinlichkeit sein, für die wir ein Vertrauensintervall angeben. Das war jetzt hier in diesem Beispiel so. Wir können auch für andere Sachen Vertrauensintervalle angeben. Zum Beispiel, wenn ich mit Ihnen noch über den T-Test rede, dann geben wir ein Vertrauensintervall für einen Erwartungswert an. Und zwar bestimmen wir das,
Er hat dann was zu tun mit einem Mittelwert unserer Probe und noch ein paar weiteren. Unsere Stichproben und ein paar weiteren Größen. Also Vertrauensintervall können wir für irgendeinen Parameter angeben, der in die Formulierung unserer Nullhypothese eingeht. Irgendeiner. Müssen keine Wahrscheinlichkeiten sein. War hier zufällig eine Wahrscheinlichkeit. So, und hier haben wir gesagt, also wir hätten jetzt gerne so ein Vertrauensintervall für diese Wahrscheinlichkeit, Antikörper zu haben. Und wie gehen wir dann vor? Vielleicht zeige ich das einmal nochmal in dieser Folie hier. Wir gehen dann so vor, dass wir jetzt, na, dass wir jetzt also einen freien Parameter in unsere Hypothese mit reinbasteln. Wir schreiben da nicht mehr 8% oder 15% hin, das waren ja die, die wir vorhin gerechnet haben, sondern wir spielen das, im Prinzip zumindest, durch mit vielen verschiedenen Werten. 8%, 7%, 9% und so weiter. Natürlich je nachdem, wenn verworfen wurde oder nicht verworfen, spielen wir an der einen oder anderen Seite weiter. Im Rest sind wir dann irgendwie zufrieden. Und dann schnappen wir alle die Parameterwerte, die nicht verworfen werden, die packen wir in unser Vertrauensintervall. Das sagen wir, das sind die, da sprechen ja die Daten nicht dagegen. Und am Schluss sind wir irgendwann fertig, haben wir den Rand so genau mit so viel Kommazahlen oder so weiter überprüft, wie wir wollen. Und dann sagen wir, das ist jetzt der Bereich, von dem glauben wir, dass unser Parameter, der wahre Parameter, den wir immer noch nicht kennen, von dem wir vermuten, der liegt in diesem Bereich drin. Wir haben Gründe, das anzunehmen. Nämlich diesen Test hier. So, und jetzt ist noch das so und so viel Prozent. Wir sprechen dann immer von einem 95% Vertrauensintervall oder von einem 99% Vertrauensintervall. Und diese Zahl, das ist 1 minus das Signifikanzniveau. Also wenn wir unsere ganzen Tests mit den verschiedenen Parameterwerten auf Signifikanzniveau 5% durchführen, dann sagen wir, wir haben ein 95% Vertrauensintervall bestimmt. Und wenn wir diese ganzen Tests auf Signifikanzniveau 1% durchführen, haben wir ein 99% Vertrauensintervall bestimmt. Und hier hatte ich das, glaube ich, das müsste im Video gewesen sein, hatte ich das irgendwie vorgemacht. Da haben wir gesagt, 15%, das wird verworfen. Also probieren wir vielleicht mal 12% und das wird nicht verworfen. Dann sagen wir, gut, noch kleinere Werte werden erst recht nicht verworfen. Das ist ja hier dieser einseitige Test in diese Richtung. Also müssen wir jetzt irgendwas zwischen 12 und 15 probieren. Stellen wir fest, 13% wird auch verworfen und 12,5% wird nicht verworfen. Und jetzt spielen wir halt so lange rum, bis uns das irgendwie als Genauigkeit für die Grenze unseres Vertrauensintervalls reicht. Da wurde 12,7 nicht verworfen, 12,8 wurde verworfen. Dann haben wir gesagt, okay, dann ist unser Vertrauensintervall geht bis 12,7% oder sowas. Oder wir können hier weiterspielen. Wenn ich ein beidseitiges Vertrauensintervall haben will, dann würde ich jetzt auch noch die sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten hier unten angucken und sagen, naja, die sprechen ja irgendwie auch, also dann wird meine Alternativhypothese hier kein kleiner, sondern ein ungleich, und dann sprechen die sehr, sehr klein, dann spricht die Beobachtung auch gegen die sehr, sehr kleinen Werte von W0, dann testen wir also da auch nochmal ein bisschen rum und schmeißen da auch welche raus, und dann haben wir nachher ein Vertrauensintervall, was nicht bei 0 losgeht, sondern bei irgendeinem größeren Wert. Das ist dann also, nachdem wir unser Experiment hier durchgeführt haben, unsere statistische Auswertung gemacht haben, haben wir jetzt eine gewisse neue Erwartung, wie groß denn dieser Parameter hier ist. Und das ist das Vertrauensintervall, ne? mit einem Fehler auf und so. Zum Beispiel wird jetzt hier immer, wenn Sie mal 45 durch 446 teilen, wie groß der Anteil der Antikörper-positiven Tests in der Stichprobe waren. Dieser Wert, diese guten 10% hier, der wird sicherlich immer in dem Vertrauensintervall mit drin liegen. Und dann liegen halt noch
Werte daneben. Okay, so von der Grundidee, klar, Vertrauensintervall. Und je nach Begriff, ne, Konfidenzintervall heißt es auch manchmal, klingt noch irgendwie vornehmer und ist auch ganz wichtig, weil sie auf Englisch heißen sie dann auch Konfidenzintervall. Ne? Diese Dinger einmal. Und jetzt habe ich sie gefragt, wie hängen denn so ein 95% und ein 99% Vertrauensintervall miteinander zusammen? Ist das eine typischerweise größer als das andere oder kleiner oder gibt es da gar keine Systematik? Liegt das eine in einem anderen drin? Habe ich die Umfrage überhaupt schon gestartet oder nicht? Dann habe ich sie nämlich noch nicht gefragt, sondern frage ich sie jetzt. Ja, stimmt. War gelogen. Ich habe sie noch nicht gefragt. Erst jetzt habe ich sie gefragt. Sie können noch mal ein Quiz angucken. Ich stoppe mal die alten hier. Also, wie hängen 95% und 99% Vertrauensintervall miteinander zusammen? Überlegen wir mal kurz. Oh ja, Gleichstand, okay. Bisher. Vielleicht sind sie aber auch gleich, ne? Das ist eine im anderen enthalten und umgekehrt. Darf noch jemand eine Stimme abgeben, dass eins vorne liegt? Gut, also eine der beiden Antworten, die jetzt Stimmen gekriegt haben, ist auch tatsächlich richtig. Wenn ich das Signifikanzniveau kleiner mache, wird es schwieriger, die Hypothese zu verwerfen. Können Sie sich so vorstellen, wir haben den Test schon durchgeführt und haben P-Wert bestimmt. Jetzt hängt es ja davon ab, wie Sie das Signifikanzniveau verändern, ob sie verwerfen oder nicht. Bei einem großen Signifikanzniveau größer als der P-Wert. Ja. P-Wert ist das, die ganze Information über das Experiment. Verwerfen sie, bei einem kleineren verwerfen sie nicht. Ja. Kleineren Signifikanzniveau. Also je kleiner das Signifikanzniveau, desto schwieriger wird es, die Nullhypothese zu verwerfen. Das heißt, wenn Sie eine Nullhypothese auf Signifikanzniveau 1% verwerfen, verwerfen Sie sie auf Signifikanzniveau 5% erst recht. Umgekehrt, wenn Sie sie auf Signifikanzniveau 5% nicht verwerfen, verwerfen Sie sie erst recht nicht auf Signifikanzniveau 1%. Wenn es schon auf Signifikanzniveau 5% nicht verworfen werden kann, dann wird es auch auf Signifikanzniveau 1% nicht verworfen. So, wenn der Wert auf Signifikanzniveau 5% nicht verworfen wird, dann geht er ins 95% Vertrauensintervall. Und automatisch auch auf jeden Fall ins 99% Vertrauensintervall. Jeder Wert, der im 95% Vertrauensintervall drin liegt, ist auch im 99% Vertrauensintervall drin. Das heißt, typischerweise, also zunächst mal richtig ist die Antwort hier, das 95% Vertrauensintervall ist im 99% Vertrauensintervall enthalten. Und typischerweise ist das 99% Vertrauensintervall größer als das 95% Vertrauensintervall. So, und jetzt sehen Sie auch, woher diese Sprechweise kommt, warum die diesen Namen bekommen, das 95% Vertrauensintervall oder sowas. Ja? Sie kennen es wie sicher bist du, 95%.
Also, wenn Sie da eine große Zahl angeben, sind Sie sich sicherer, oder? Was auch immer das jetzt bedeutet, es sind tatsächlich keine Wahrscheinlichkeiten. Ja? Es ist genau das, was wir gerade gesehen haben. 1 minus Signifikanzniveau und der ganze Test, der dahinter steckt. Also, es ist keine Wahrscheinlichkeit. Aber trotzdem, Sie wollen irgendwie zum Ausdruck bringen, ich bin mir sehr, sehr sicher. Mit einer größeren Zahl, näher bei 100%, sagen Sie, ich bin mir umso sicherer. Sie geben natürlich ein großes Intervall an, da sind Sie sich sehr sicher, dass da der wahre Wert drin liegt. Und wenn Sie ein kleineres Intervall angeben, sind Sie sich vielleicht nicht ganz so sicher. Das passt also. Ja? Ihr 95% Vertrauensintervall ist typischerweise kleiner als Ihr 99% Vertrauensintervall. Wenn Sie das Intervall noch ein bisschen größer machen, den Bereich, dann sagen Sie, ja, jetzt bin ich mir aber wirklich sicher, da liegt der wahre Wert schon drin. Da wäre schon alles, es wird schon ein Teufel zugehen, wenn er da nicht dabei wäre. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Erwartungswert nehme und ich habe jetzt, heißt nicht, ein bisschen daneben, würde ich sagen, hey, das ist ja nicht so weit gestreut davon, das ist wie viel Bewertung drin, das so kommt die Wert wahrscheinlich vor, der erste dahinter ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, vielleicht messe ich hier und so. Wenn ich jetzt aber das Intervall vergrößere, und noch von diesen abweichenden Werten was ich lasse, dann wäre ja genau das, dass ich irgendwie 95% Intervall vergleiche zu 99. Das heißt, also ich stelle mir das gerade so vor, dass 99 kleiner ist als 95, weil ich einen 95er Wert zu müssen habe. Mehr zulassen, das Zulassen passiert hier irgendwo, ne? Wie leicht? Ah ja. Okay. Wie leicht kann ich verwerfen oder nicht? Das passiert hier beim Signifikanzniveau. Also es gibt irgendwelche Möglichkeiten. Was ich ja variiere jetzt hier sind diese Hypothesen. Ich mache ganz viele Hypothesentests. In der Praxis tatsächlich habe ich dann einmal irgendwelche Methoden, um diese Vertrauensintervalle zu berechnen und nicht ganz viele Hypothesentests zu machen. Aber im Prinzip, von der Logik her, ich mache ganz viele Hypothesentests mit unterschiedlichen Nullhypothesen. Und das Signifikanzniveau sagt mir, wie leicht oder schwer es ist, so eine Nullhypothese zu verwerfen. Wenn ich eine Nullhypothese auf Signifikanzniveau 5% verwerfe, verwerfe ich sie auf Signifikanzniveau 1% nicht unbedingt. Aber jede, die ich auf Signifikanzniveau 1% verwerfe, verwerfe ich auch auf Signifikanzniveau 5%. Also jetzt umgekehrt, welche verwerfe ich nicht? Das sind die, die ins Vertrauensintervall eingehen. Welche verwerfe ich nicht? Ich verwerfe irgendwas nicht auf Signifikanzniveau 5%, dann verwerfe ich es erst recht nicht auf Signifikanzniveau 1%. Weil wenn ich auf Signifikanzniveau 5% nicht verwerfe, dann hatte ich einen P-Wert, der größer als 5% war. Und dann ist er erst recht auch größer als 1%. Und Sie gucken, auf welcher Seite liegt der P-Wert vom Signifikanzniveau. Wenn der P-Wert größer ist als das Signifikanzniveau und ich mache das Signifikanzniveau kleiner, ändert sich nichts dran. Das heißt, alles, was ich ins 95% Vertrauensintervall reinpacke, packe ich auf jeden Fall auch ins 99% Vertrauensintervall rein. Und dann packe ich noch ein bisschen mehr rein, weil ich ja sage, jetzt bin ich mir umso sicherer. Ich habe mein Intervall ein bisschen vergrößert. Ich sage, der wahre Wert liegt in diesem Bereich. Ja, wenn ich sage, der wahre Wert liegt in diesem Bereich und Sie sagen, der wahre Wert liegt in diesem Bereich, dann bin ich irgendwie so ein bisschen auf der sicheren Seite. Ja? Sie machen eine stärkere Aussage, Sie sagen, diesen Bereich hier. Und ich sage, boah, dieser hier. Aber dafür bin ich mir umso sicherer, dass es da wirklich drin ist. Also unsere, tatsächlich, also es ist wirklich so, unser, wie sicher bist du dir? Ich bin mir 80, 90, 99% sicher. Das, was man damit meint, was selten, wenn jemand sowas sagt, wirklich quantitativ unterfüttert ist. Aber was wir damit meinen, ist tatsächlich
sowas hier. Und deswegen ist dann großen Bereich angeben, dann sind wir umso sicherer, dass der wahre Wert drin ist in dem Bereich. Aber dafür ist die Aussage eben nicht so stark, die wir machen. Das heißt, wenn Sie dann sagen, ich habe ein sehr, sehr schmales 99% Vertrauensintervall, dann sagen Sie, ich habe durch mein Experiment hier den Bereich, in dem der wahre Wert wo liegt, schon sehr, sehr stark eingegrenzt. Das ist dann schön. So was hätten Sie gern. Man möchte hohes Vertrauen. Jetzt, oder? Okay, ist wieder kontextabhängig. Ne? Was möchte ich? Also, wenn ich einfach sage, mich interessiert, wie groß ist der wahre Wert und ich möchte ihn gern möglichst genau haben, ja, dann wäre es ja schön, ich könnte ein sehr kleines Intervall angeben, bei dem ich mir sehr sicher bin, dass der wahre Wert drin liegt. Das heißt also sehr sicher sein, dass der wahre Wert drin liegt, der also 99 oder 99,9% Vertrauensintervall oder sowas. Und wenn das auch noch schmal ist, das habe ich nicht in der Hand, das sagen meine Daten, ob das so ist oder nicht. Und wenn das auch noch schmal ist, dann sage ich, okay, jetzt weiß ich sehr, sehr gut, wo der wahre Wert ist. Passt auch zu dem, ja, wenn ich nicht 446, sondern 44.000 Proben hatte und dann waren es ziemlich genau 10%, die positiv waren, dann ziehe ich daraus stärkere Schlussfolgerungen, als wenn ich nur 446 Proben hatte und von denen waren es genau 10%. Kommt dann auch so raus am Schluss. Also wir kriegen dann in beiden Fällen, wenn jetzt wirklich immer, sagen wir mal, 10% der Proben positiv war und wir rechnen das durch, aber mit unterschiedlichem Stichprobenumfang, dann kriegen wir in beiden Fällen ein Vertrauensintervall, sagen wir, wir rechnen immer ein 99% Vertrauensintervall aus, da wird immer die 10% im 99% Vertrauensintervall liegen, aber das wird einen größeren Stichprobenumfang, das wird kleinerer, dieses Vertrauensintervall, schmalerer. Passt auch wieder zu unserer Intuition, wenn wir eine größere Stichprobe hatten, dann sind wir mutiger zu Schlussfolgern, dass vielleicht in der Gesamtbevölkerung auch so aussieht wie in der Stichprobe. Oh, wir haben 5 Minuten überzogen wegen der Vertrauensintervalle. Entschuldigung. Also, greifen Sie ein am Donnerstag und nächste Woche, was Sie noch sehen wollen. Wir können noch ein bisschen den Weg bis zum T-Test gehen, ist mein Vorschlag. Und wenn Ihnen gerade was anderes unter den Nägeln brennt, dann was anderes. Schöne Woche, Dankeschön.